Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vampire the Masquerade Bloodlines. Ja, gestern haben wir mit diesem Projekt angefangen. Wir haben gestern uns ein Nosferatu erstellt mit Hilfe von ein paar Fragen und haben das Intro gesehen. Haben auch schon unseren ersten Menschen gebissen, um ein bisschen Blut zu saugen, und sind jetzt mit dem Tutorial. Und ja, wir wollen jetzt gar nicht lange machen, sondern anfangen. Es ist nämlich schon nach Mitternacht. Das ist jetzt der Part für gestern. Das heißt, ich meine im Grunde heute, also heute im Grunde 2. Ging jetzt nicht anders, zeitlich begrenzt. Weil ich ja, wie gesagt, seit gestern arbeite und so weiter. Okay. Hier ist der Mensch, den wir gebissen haben. Unser Leben und unser Blut ist voll. Und du bist jetzt zurück zu Jack. Toll, kriege ich einen Umhang, kann ich mir die Farbe aussuchen. Nein, das werde ich nicht sagen, das ist zu dämlich. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber ich fühle mich gut. Alright, you got the blood, you feel all kick-ass, feel better than your best day living, but wait, it gets better. All kindred, kindred, that's a our family. All kindred have a few things in common. Things that set them right square above humans on a food chain. Zum Beispiel? Like sharper senses, a body that can take a beating. And if you play your cards right, eternal life. That's a sure bet. Still a chance at immortality is not a bad deal. And that's just for starters. French benefits for joining the club. Also werde ich ewig leben. Well, you can still be destroyed, but forget the books and the rules. Garlic, sparkles. A cross, shove right up their ass. A stake, only if it catches you in the heart, then it just paralyzes. Ab und zu. Okay, kapiert. Das klingt nach Ärger. Was? Der war schnell. Okay, wir müssen jetzt da reingehen. Ja, ja, unten ist ein Symbol, durch das wir sehen, da ist eine Tür. Wie gesagt, es ist ja ein Tutorial. Und jetzt müssen wir da hochspringen. Wenn Klein Black Crystal nicht fehlen würde. Hallo. Ist das zu fassen? Danke, Peter. Und hier oben sehen wir etwas leuchten, nämlich eine Dietrich. Dietrich wird noch sehr wertvoll. Begabungen sind Kombinationen ihrer verschiedenen Fähigkeiten und Attribute. Je höher die Punktzahl einer bestimmten Begabung, desto besser ist sie Bereichen, die von ihr beeinflusst werden. Sinneswahrnehmung ist eine Begabung. Sie ist die Kombination aus Wahrnehmung und Nachforschung. Sie ermöglicht es ihnen, verborgene und geheime Dinge zu sehen. Zum Beispiel den Dietrich auf der Kiste vor ihnen. Und bestimmte Sachen kann man aufnehmen. Ach, wirklich. Also bei Sinnswahrnehmung kommt diese Britzler hier. Jetzt haben wir einen Dietrich. Und hier ist Jack. Come down here. Stay away from the windows. Oh, it's a Sabbat, right? Sabbat? They're, Christians will be spraying this shit for later. Sabbat. They're mostly mindless, bloodthirsty assholes. That's all you need to know for now, right? Das ist eine super Beschreibung. Das sind überwiegend hirnlose, blutrünstige Arschlöcher. Was ist denn los? Man sieht schon, also sein Gesichtsausdruck erhält nicht viel vom Prinzen. Prinz wovon? Okay, was soll ich tun?
Heads up. Back away. Das ist der Sheriff. Der Typ, der neben dem Prinzen stand. Und der uns einen Erzeuger geköpft hat. Und das sind zwei tote Vampire mehr. Beziehungsweise, wenn wir richtig zählen, drei tote Vampire mehr. Man sieht, er ist sehr stark. Dumb frenzied support bastards. Alright, we gotta have a moose out the back quick. I'll stay, then keep a watch out. You get us into the office. The door's around the corner here. Okay, ich bin da. Um das Auftragsbuch zu aufzulösen, muss man L drücken. Jihad für Anfänger heißt die Quest in Downtown. Man sieht, es sind vier Stadtteile. Santa Monica, Downtown, Hollywood, Chinatown. Wir werden in jedem Stadtteil Quests machen. Und ja, der erste Auftrag, verschaffen Sie sich Zugang zum Büro. Hier nochmal Vor- und Nachteil von jedem Clan. Das ist natürlich bei jedem Clan anders, habe ich ja gestern schon mal abgeklärt. Ja, Erfahrung habe ich nicht. Automatische Verteilung aus. Er meinte diese Tür hier. Ja, die Tür verschlossen, das kann man sie knacken, ja, ja. Das ist klar. Jetzt haben wir sie geknackt, natürlich geht nicht jede Tür so einfach. Ist klar. Jack ist anders rangekommen, er ist durchs Fenster gehüpft. Ich hatte meine guten Momente. Cool. Now if you want a lesson on how really not to act, take notes with those sabot assholes. You're a big bad man, buddy. Yeah, great, congrats. Now keep it to yourself. You go roar and we'll beat your chest and we'll put you in this crowd. Schade, aber gut, meinetwegen. Wieso eigentlich? It's the same reason you don't let humans see you feed him. It's why the wolf doesn't want the sheep to know he's there. It's also why you don't go juggling dumpsters or outrun the 815 from Sacramento. And it's why you didn't know any of this when you woke up this morning. Ja, das macht Sinn. Ist klar jetzt. Keep our secret secret and you make things easier on all of us. You're living in the age of cell phone cameras. Fuck up, St. Pollard. Makes sense enough, right? Well, it ain't a casual thing for a legend. Und wir haben es natürlich besonders schwer, weil wir äußerlich nicht gerade die Hübschsten sind. Was meinst du? Was könnte passieren? That party back there with the guy in the suit from the Killer Gorilla? The assholes that put your sire to death? That's the Camarilla. They make a tidy business out of enforcing vampire laws like this one. Er mag die Camarilla wirklich nicht und er hat seine Gründe. Camarilla? Das sind also die Punkte bei den Vampiren? Yeah, I'll tell you what I think some other time. I like to let people form their own opinions. Das ist gut. Gut, was jetzt? And you, my fucking friend, they're gonna have it extra hard. A little effort and the rest of us can blend in okay. The sight of your hideous ass hits the internet and it's all over. There's a reason most Nosferatu smell like the sewer. Figure it out. Das ist übrigens ein Zitat, das Jack nur sagt, wenn der Spieler ein Nosferatu ist. Ja, wir haben es natürlich extra schwer, weil wir sind hässlich. Und wenn uns zu viele Menschen sehen, führt das zu einer Maskerade. Maskerade ist so eine Art Vampirgebotsregel. Zum Beispiel, dass man nicht einfach offen zeigt, hey, ich bin untot und ich trinke euch alle aus. Super, damit wäre meine Nacht dann gerettet. Alright, now don't worry, because I know the area. You know what? I'm glad we're in this situation. It illustrates a point. You gotta utilize your surroundings. Gut, aber was bedeutet das genau? Do what you gotta do. Theft, destruction of property, breaking and entering. These will be the least of your sins before the night's out. So look around here. You gotta get out the back there for that magnetically sealed door. Must be a key someplace. Ich finde diesen Schlüssel. Und hier sehen wir bei dem Fall einen Bereichsindikator. Das Symbol links. Kampfzone an. In der Kampfzone ist alles erlaubt, das heißt, da kann man auch Leute töten ohne Probleme. In der Maskeradezone, das ist das zweite mit der Maske, halten sich an die Maskerade.
Das dritte mit dem E ist ein Elysium. Für Vampire neutraler Boden, keine Kämpfe oder Disziplin erlaubt. Und das da oben ist auch etwas, was nur bei Nosferatu auftaucht. In der Maskeradegebieten kann ein Maskeradebuch ernste Folgen haben. Etwa die unliebsame Aufmerksamkeit von Vampirjägern. Nach 5 Maskeradebrüchen ist das Spiel vorbei. Als Nosferatu müssen sie ihre monströse Natur besonders vorsichtig verwehren. Wenn sie Gefahr laufen, gesehen zu werden, erscheint dieses Symbol oben rechts auf dem Bildschirm. Ein kleiner Pfeil zeigt ihnen dann, aus welcher Richtung die Bedrohung kommt. Die aktuelle Anzahl ihrer Maskeradebrüche wird in der oberen rechten Ecke der Charakterteils angezeigt. Damit sind die hier gemeint. Also man hat quasi 5 Leben. Jetzt müssen wir den Schlüssel finden. Und zwar gibt es hier einen Safe. Den können wir natürlich noch nicht öffnen. Aber hier ist eine Notiz, die kann man natürlich lesen. Und da steht ein Passwort namens Chopshop. Und hier ist ein Laptop, also ein Computer, kein Laptop. Und man kann hacken. Es sind immer Befehle und Menüs. Natürlich nicht immer so einfach wie jetzt hier. Da gebe ich Save ein. Dann ein Passwort, das kennen wir jetzt in dem Fall, Chopshop. Man sieht unten mit STRG und C kann man auch hacken. Aber in dem Fall kennen wir ja das Passwort. Und auf Entriegel. Jetzt sind die Safe-Türen entriegelt und wir können den Schlüssel rausholen. Schlüssel zur Autoschieberei. Schlüssel zum Treppenschacht im Rückgebäude der Autoschieberei. Nehmen wir mit. There we go. Now take that keycard and head out the back. I'll meet you out in the alley there. Now to check out things from the top side. Ja, alles klar. Mit I können wir unseren Inventar aufrufen. Bisher haben wir noch nicht viel, wir haben den einen Schlüssel. Sobald Schlüssel nicht mehr gebraucht werden, werden sie gelöscht. Wir haben unseren Dietrich. Übliches Werkzeug für Schlösser und Einbrecher. Denn Dietrich werden die Stifte in einem Schloss in die richtige Stellung gebracht. Man braucht dafür viel Erfahrung. Und wir haben einen Geldbeutel. Im Moment mit 0 Bargeld. Die Brieftasche ist leer, Baby. Außerdem unsere Fäuste. Hier kommen normalerweise alle Nahkampfwaffen. Hier kommen alle Fernkampf. Hier kommen alle Rüstungen, glaube ich. Nein. Fernkampfwaffen. Hier kommen Rüstungen, da haben wir bisher leichte Kleidung. Der einfachste und flexibelste Schutz, das tragen wir keinerlei Abzüge. Beispiel sind T-Shirts, Stoffhosen, Sommerkleider und leichte Röcke. Und ja, das ist so sonstiges. Also ein sehr einfaches Inventar. Das haben wir noch, wir haben noch Zeit. Und hier sehen wir jetzt, dass wir die Typen verwenden können. Und oben links sieht man, ich weiß nicht, ob man es lesen kann, verlorener Schlüssel. Schlüssel zur Autoschieberei. Jetzt können wir hier durch. Und laufen direkt dem Sabbat in die Arme. Allerdings kümmert sich Jack sehr gut um sie. Sie wurden vom Sabbat verwundet. Die blaue Leiste die aktuelle Gesundheit. Wenn sie Schaden nehmen, wird es schwarz. Wenn man keine Gesundheit mehr hat, ist erleidet man einen endgültigen Tod und das Spiel ist vorbei, ist klar. Die Gesundheit regeneriert sich mit der Zeit. Wenn man trinkt, regeneriert sie sich viel schneller. Wenn sie gelb wird, bedeutet das, dass man schwer heilbaren Schaden erlitten hat. Bestimmte Dinge im Spiel, wie zum Beispiel Feuer, verursachen schwer heilbaren Schaden. Und der dauert einfach länger, sich davon zu erholen. Das war jetzt kein schwer heilbarer Schaden, das waren nur ein paar Schüsse. Vampire halten natürlich. Weil es Vampire sind, eine Menge aus. Fucking waste of unlife, these Sabbat Vatos. Need a wing? Hey, look at them potholes. Those will close up soon enough. Better feed them. There's someone down the stairs here. It's not the freshest catch, but it'll do. Ja, es macht einen. Was ist der Unterschied? Blut ist Blut, oder? Yep. When it comes to feeding, it's quality blood you're looking for, not the quantity. Bums and lowlife don't pack the same punch that a healthy, well-bred human will. Juice bags with a pedigree, that's the good stuff. But you gotta take what you can get. You ever had a PhD, kid? Ooh, that's good stuff. Wenn du meinst. Remember what I said, though. Don't kill them. At least not the innocent ones. You're a monster now. Make no mistake. One of the damned and the fallen. You need to hold on to every last shred of humanity you have. Sagen wir, ich bin etwas überreifig und töte einen. Was dann? An innocent's an innocent. You kill one, even a worthless bump, even by accident, it's gonna cost you a piece of your own humanity.
Das Tier? Was soll das sein? The beast is always there, waiting to take over. When it does, it's like a wild animal wearing your skin. Desperate, scared, reckless. They'll do anything to survive, and it's you that has to deal with the consequences. Damit meint die Raserei, was im Tutorial schon ein bisschen gesagt wurde, dass man eben keine Kontrolle mehr über sich selber hat. Ich kann keinen töten. Ganz schön strenge Regeln. I said innocent humans. If some asshole levels a 12 gauge your way, you train him, skin him, and bash in his skull. Self-preservation is a vital part of humanity, after all. My favorite part, in fact. Das ist so ein geiler Satz. Wenn so ein Arschloch, der schon viel vorhält, saugen ausrollt, ihm einen Schlag sein Schädel ein. Ein geiler Satz. Ich glaube, ich verstehe. The only way to fight the beast is to keep in touch with your humanity and don't go hungry. It's a fine line. Hab's verstanden. Alright, now go feed. Careful though. He's gonna train fast. Bin gleich wieder. Jetzt dürfen wir uns von einem Penner ernähren. Später dürfen wir uns auch von Tieren ernähren. Als Nossi haben wir ja bei Tieren, ja, Nossi ist die Kurzform von Nosferatu, haben wir natürlich Vorteile beim sich von Tieren ernähren. Vermeiden Sie es, Ihre Opfer leer zu trinken. Wenn Sie unschuldige Menschen leer trinken, wirkt sich das negativ für Ihre Menschlichkeit aus. Je geringer Ihre Menschlichkeit, desto näher sind Sie dem Tier. Wenn Ihre Menschlichkeit zu gering ist, beginnen Sie die Kontrolle über Ihren Charakter zu verlieren. Diese sogenannte Raserei kann zu einem Bruch der Maskerade führen, falls Menschen mehr leer sind. Da ist der Penner, den Jack meinte. Und man sieht oben, der wird sehr schnell leer. Wenn man sich an gestern erinnert, dann geht das, ging das jetzt um einiges schneller. Gut. Not quite as good, huh? Hey, you can do worse. There's some rats down there. Think I'm kidding? You can survive feeding on animals if you can stomach that kind of thing. Ja, die normalen Vampire halten nicht allzu viel davon, sich von Tieren zu ernähren. Immer noch Fan zwischen den Zähnen. Ich denke drüber nach. Nosferatu hat eine gewisse Gemeinsamkeit mit Ungeziefer. Ratten fliehen nicht, wenn sich ein Nosferatu nähert. Das ist wichtig, wenn andere Clans sich Ratten nähern, dann versuchen die Ratten zu fliehen. Im Gegensatz zu anderen Clans, die nur einen Blutpunkt erhalten, erhält ein Nosferatu drei Punkte. Blutpunkte, wenn er von einer Ratte trinkt. Wenn sie Ratten töten, wirkt sich das nicht auf ihre Menschlichkeit aus. Man muss allerdings dazu sagen, es kommt natürlich nicht cool, wenn ein Mensch sieht, wie vor ihm ein Typ einfach so eine Ratte nuckelt. Zack. Da wir jetzt gerade voll Blutvorrat haben, haben wir es jetzt gerade nicht gesehen, aber Ratten geben Nossi ist echt sehr, sehr viel Blut zurück. Das wird man sicher im Spiel nochmal sehen. Jetzt kommt wieder so ein Satz, der nur zu einem Nossi sagt. You took right to that, huh? I guess for a Nos, rat eating is natural as eczema. Ja, lachte nur. Keep it down. Got someone around the way here. Nur ein Typ allein. Not too much of a threat by himself, but you never know if there's more in shouting range. You're gonna have to sneak past. Und wohin soll ich schleichen? The building across from us with the garage door. There's some double doors on the far side. I'll meet you inside. Just stay low and stick to the shadows and don't let him see you. Okay, ich tue mein Bestes. Bis gleich. Alright, go. Schon weg. Jetzt müssen wir schleichen. Das, was man gerade neben der Lebensanzeige sieht, ist unser Schleichbarometer. Die Zahl zeigt an, wie sehr uns ein Typ sieht. Der Balken, der sich gerade gefüllt hat, der graue Balken, zeigt an, wie sehr wir im Licht stehen. Jetzt steht hier zum Beispiel sehr stark im Licht, aber der Typ sieht uns noch nicht, der ist da hinten. Warte, wir können kurz mal gucken. Da ist der Typ. Und wir dürfen nicht zulassen, dass er uns sieht. Jetzt ist es wieder runter, weil wir im Schatten sind. Aber wenn wir natürlich wieder ins Licht gehen, erhöht sich das wieder. Da ist er. Und wir sehen, jetzt füllt sich die Zahl. Das ist schon bei 69. Jetzt ist er bei gelb, das heißt, er ist sich unser Gegenwart bewusst, aber er hat uns noch nicht gesehen. Rot heißt, er hat uns gesehen.
La 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 la. Der schaute auch nach uns, aber er sieht uns nicht mehr. Wie auch immer Jack jetzt da an ihm vorbeikommt. Ich würde nämlich immer wie Jack da reinkam, ohne gesehen zu werden. Das wäre dann ganz schön grün. Wie kann das sein? He's probably just turned and beaten over the head. They like to do that, make shock troops, cannon fodder, put him out of his misery. Cool, ich wollte eh gerade etwas frustlos werden. He is a vampire, so be ready. Ich wurde bereit geboren. Go get him. Ich bin dran. Jetzt können wir kämpfen. Mit der linken, der Maustaste können wir eben zuschlagen und mit der anderen blocken. Nee, die rechte Maustaste ist für Disziplin. Aber wir können auch mit Hartumpus weg. Wir können auch irgendwie blocken. Ah, ich weiß gar nicht, wie blocken geht. Aber blocken ist eigentlich auch nicht wichtig. Und jetzt dürfen wir ihn niederprügeln. Er hat einen Wagenheber in der Hand. Und die Zahl gibt den Schaden natürlich an. Jetzt ist er tot. Und wir haben einen Wagenheber. Jetzt müssen wir den Wagengeber natürlich anwählen. Jetzt gehen wir zum Inventar. Rüsten ihn aus. Aber jetzt haben wir den Wagengeber. Und natürlich gibt es hier auch eine Statistik. Das Wichtigste davon ist eigentlich die Tödlichkeit. Tödlichkeit heißt, wie tödlich es gegen ein Vampir ist. Der Grundschaden ist halt der Grundschaden, den es machen macht. Schadenspotenzial ist, wie viel Schaden es insgesamt machen könnte. Begabungsausgleich heißt zum Beispiel, wenn man zu viel Anforderungen hat, zum Beispiel bei Handgemenge, wenn ich jetzt 0 hätte, dann würde es das ausgleichen. Und wir sehen, der ist in einigen besser. Schwer, Metall, stumpf. Klar könnte man damit auch einen Platten beheben. Wir benutzen das natürlich nicht, um eine Platten zu beheben, sondern um Vampire zu töten. That sounds like you got another pack moving in, though. Saban are going all out. You better head underground, avoid straight bullets. Klingt wie ein guter Plan. All right, head down into the basement through the grate in there. Keep that tire iron handy. I'll be there in a minute. Er sagt jetzt, dass wir durch den Keller gehen sollen und das Eisen bereithalten sollen. Damit meint er natürlich den Wagenheber und dieses Eisen. Ich weiß nicht, ob man die Schrift sieht, weil da ist ja die Facecam. Wenn das zu sehr stört, dann schreibt es mir in die Comments, dann tue ich die Facecam auf die andere Seite platzieren. Jetzt müssen wir schleichen. Wir kommen nämlich gleich zum nächsten. Der Sabbat-Vampir, der ist hier. Wir müssen uns ihm nähern, oder dass er uns sieht. Jetzt lernen wir das heimlich töten. Können Sie in Ihrer Position heimlich töten, sehen Sie dieses Bürzensymbol. Heimliches Töten, der Opfer hat den Vorteil absoluter Lautlosigkeit. Man kann sie mit den Fäusten oder mit einem Nahkampfwaffe ausrüsten, um heimlich zu töten. Und wenn man nah genug ist, einfach dann drücken. Also man braucht nicht unbedingt eine Waffe. Ja, jetzt sind wir zum Beispiel auf 100. Wenn er sich jetzt umdrehen würde, würde er uns definitiv sehen. Jetzt können wir ihn töten. Zack. Da kommt Jack. Not sure what's going on. Sounds like the Sabbat's getting scattered. I'm gonna keep an ear to the ground. Be careful going forward here. Could be a whole mess of them hold up. Je mehr, desto besser. Disziplin sind ihre vampirischen Fähigkeiten. Dieses Symbol zeigt an, welche Disziplin sie jetzt ausgewählt haben. Es gibt zwei Arten von Disziplin, passive und gezielte. Passive Disziplin wirkt sich direkt auf sie selbst aus und spezielle Disziplin auf ihre Gegner. Immer kostet es Blut natürlich. Bluterhöhung ist eine Disziplin, die jeder Vampir hat. Sie verleiht einen vorübergehenden Bonus auf alle physischen Attribute. Das ist in verschiedenen Situationen nützlich, zum Beispiel um ein Schloss zu knacken. Nicht nur um ein Schloss zu knacken, sondern auch für den Kampf. Wir wählen es also aus. Aktivieren. Die Leiste daneben zeigt an, wie lang es gilt.
Und durch die Bluterhöhung haben wir jetzt das geschafft. Wir können das auch selber beenden. Jetzt haben wir den Effekt wieder verloren. Das ist unser nächster Gegner. Nosferatu verfügt über drei einzigartige Disziplinen. Tierhaftigkeit, übernatürliche Kontrolle über die Natur. Verdummte und vampirische Unsichtbarkeit, Stärke, kolossale vampirische Kraft. Als erstes kommt Stärke. Stärke ist übernatürliche vampirische Kraft. Sie ist eine passive Disziplin, sie ist also zeitabhängig. Achten Sie auf den Disziplin-Timer. Das war das, was gerade eben bei der Bluterhöhung auch war. Unten rechts im Bildschirm, sobald Sie sie aktiviert haben. Der Einsatz von Stärke stellt keinen Bruch der Maskerade dar. Ja, es gibt manche Disziplinen, die sind so auffällig, dass die Maskeradebruch darstellen, als ein Mensch sind. Und jetzt müssen wir mit Stärke den wir gerade kurz gesehen haben, erledigen. Den hier. Jetzt haben wir die Stärke aktiviert. Jetzt prügeln wir ihn näher wieder. So. Jetzt habe ich sie wieder deaktiviert. Da ist Jack. No need to go stirring up the hornet's nest till we know the score, though. Head through here. We'll come to an elevator around the way. Ich treffe dich dort. Meet you there. Don't let him catch you. Wenn ich in 10 Minuten nicht zurück bin, ruf den Präsidenten an. Einfach so aus Lust und Laune. Weiter geht's. Die nächste Disziplin ist meine Lieblingsdisziplin, die Verdunklung. Verdunklung ist die Fähigkeit der vampirischen Unsichtbarkeit. Sie müssen aus Sichtweite sein, wenn Sie diese Disziplin aktivieren. Mit Verdunklung der Stufe 2 haben wir jetzt, müssen Sie geduckt sein, um unsichtbar zu bleiben. Der Einsatz der Verdunklung stellt keine Maskeradebruch dar. Und den nächsten dürfen wir jetzt nicht töten, an dem müssen wir uns vorbeischleichen. Das ist die Verdunklung. Jetzt sind wir unsichtbar, das heißt, er sieht uns nicht. Die hat natürlich immer ihre Grenzen. Bei der 2er zum Beispiel werden wir sichtbar, wenn wir jemanden berühren oder jetzt nochmal laufen würden oder irgendwas anderes berühren. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier die Tür aufmachen, werden wir sichtbar. Spätere Disziplinenformen sind natürlich mächtiger. Und das ist die dritte, Tierhaftigkeit. Tierhaftigkeit ist die mythische, vampirische Kraft, die Natur zu kontrollieren. Tierhaftigkeit ist eine gezielte Disziplin. Die Auswirkung und Dauer hängt von der jeweiligen Stufe ab. Der Einsatz der Tierhaftigkeit ist ein Bruch der Maskerade, falls man bei ihrer Aktivierung beobachtet wird. In der Stufe 1 haben wir die sogenannten Raben der Nacht. Das bedeutet, Raben schützen sich auf das Opfer und lenken ihn ab. Die späteren werden natürlich mächtiger. Da ist die Wache. Und das sind die Raben der Nacht. Die lenken ihn nur ab, sie töten ihn nicht. Und hier ist jetzt der nächste Raum, da ist hier drüben die Wache und wir müssen was werfen, um an ihm vorbeizukommen. Aber unsere Zeit ist gleich um, deswegen werde ich das dann beim nächsten Mal machen. Hier, speichern. Ich habe ja vorher ein bisschen länger gemacht, deswegen mache ich jetzt ein bisschen früher Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Keine Sorge, das Tutorial geht nicht mehr allzu lang. Wir sind bald fertig. Schreibt mir doch, was ihr so ungefähr für Vorstellungen habt, was ich als nächstes Projekt angehen könnte. Weil Jurassic Park The Game ist ja jetzt durch. Ist auch schon auf YouTube hochgeladen. Ich muss ehrlich sagen, meine Hauptding, was ich so spiele, sind so Aufbauspiele oder Rollenspiele. Vampire ist ja zum Beispiel ein klassisches Rollenspiel. Shooter zum Beispiel sind quasi gar nicht mein Fall. Also, ja. Aber schreibt mal ein paar Vorschläge einfach auf, wenn ihr Bock habt. Dann können wir mal sehen, was wir tun können. Okay. Mit diesem Part verabschiede ich mich. Das war jetzt, wie gesagt, der Part von gestern. Der heutige folgt noch. Natürlich nicht jetzt sofort. Sondern erst am Nachmittag, wenn ich wieder da bin nach der Arbeit. Und ja, bis dahin, Freunde. Euer Black Crystal. Macht's gut.